Herzlich willkommen bei einem neuen Spiel Might and Magic Duel of Champions. Ich bin der Matze. Ja, und wir wollen eine Runde spielen. Und zwar diesmal mein allererstes Turniermatch. Turniere könnt ihr spielen, sobald ihr einmal eine Elo von 200 oder höher hattet. Hatte ich davor. Mittlerweile sind wir wieder auf 184. Aber sobald ihr die 200 erreicht habt, einmalig könnt ihr bei Turnieren mitspielen. So, jetzt kann ich bei Turnieren mitspielen. Jetzt habe ich mir gedacht, gut, dann spiele ich doch mal ein Spiel mit. Besonderes dabei, bei den Turnieren, man braucht ein Ticket, um an so einem Turnier teilzunehmen. Tickets kann man sich kaufen oder bekommt man teilweise auch durch Wochenboni oder wie auch immer. Von Anfang an hat man 6 Stück, glaube ich. Also ich glaube, ich habe die von Anfang an schon gehabt. Zum einen braucht man ein Ticket, um an einem Turnier teilzunehmen. Zum anderen geht ein Duell gerade mal 14 Minuten maximal. Die Rundenzeit ist allerdings unbegrenzt. Mal ich mal kurz gucken, ob das hier... hier beträgt die Rundenzeit 2 Minuten und Duellzeit ist unbegrenzt. Und hier ist es so rum. Gut, okay. Wir spielen so ein Schweizer Turnier. Im Schweizer Turnier tragen 8 Spieler in 3 Runden gezeitete Duelle gegeneinander aus, um den Sieger zu ermitteln. Hört euren Stapel mit Bedacht, bla bla bla. So, ich spiele mit meinem Bastionsstapel. Die anderen finde ich einfach... Hier habe ich versucht, mal nur mit Monster zu spielen, ohne Zauber. Und es hat in den Low-Elo-Bereichen auch echt gut geklappt. Aber dann, sobald man gegen einen mit 200er Elo oder höher spielt, ist man dann chancenlos. Sprich, hier habe ich nur Monster rausgeknüppelt, ohne irgendwelche Zauber zu benutzen. Hat, wie gesagt, im Low-Elo-Bereich auch gut funktioniert. Da hast du den Gegner dann einfach innerhalb von 8-9 Runden niedergerusht. Ist allerdings gegen Leute mit höherer Elo relativ schwer. Vor allem, weil die auch schon bessere Zauberkarten dann haben und ich dann schlecht aussehe oft. So, erstes Turnierspiel. Wenn es gut läuft, habe ich, glaube ich, maximal 3 Spiele. Ich bin mir nicht sicher. Aber gut, okay. Mal gucken. Ich habe es selber noch nie gemacht. Schauen wir es uns mal an. So, Ticket gelöst. Ah gut, jetzt werden hier die 8 Spieler zusammengesucht. 5 von 8. Ich nehme an, die werden mit der Elo alle ewig weit über mir liegen, weswegen ich vermutlich im ersten Spiel schon haushoch kassieren werde. Also wird wohl eine weitere Niederlage auf dem YouTube-Kanal sein, aber mein Gott. Ich will euch möglichst viel von dem Spiel zeigen und dann zeige ich euch halt auch noch ein Turnierspiel. Gut. Anscheinend sind alle zumindest mal Rang 1, sehe ich hier. Ich bin... es gibt 2 Bastionsspieler, 2 Zuflucht, 2 hier die infizierten Typen da. Und nochmal 2 andere. Gut, erstes Spiel. Dum, 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 dum. Nehmen wir die Karten. Ja, komm, nehme ich sie. Hier, erstmal freundlich. Good luck, have fun. Schreibe ich es nur dem hier. Ich will einen Turnierchat schreiben. So, Gegner fängt an. Okay, hier hat man eine Uhr. Nice to know. Spielen wir direkt mal den hier. Steigern das hier und sind fertig. Okay, und sobald bei einem die Zeit runtergelaufen ist, ist es vorbei, oder wie? Oder wo? Oder was? Okay, der Präventivschlag finde ich gar nicht so nice. Ziehe ich den nach unten, mach das so. Spielt den hier und zwar nach da oben. Bam. Gegner darf wieder. Dum, 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 dum. Jetzt macht er mir hier eine Dingsbumsmarkierung oben drauf. Gut, okay. War klar. Gut, ich kann den hier jetzt ausschalten, bringt mir aber Dings nicht allzu viel. Dafür brauche ich 3, ne?
Dann mache ich das doch so. So, so, so. Und so. Und fertig. Der Gegner nur 17 Hitpoints. Gar kein so schlechter Anfang, wie ich finde. Okay, ein mäßiges Monster. Kann im Grunde gar nichts. Ist ein Flieger, 102. Er hat wieder eine infiziert. Oh Gott, das heißt, er kriegt ein Damage wieder. Jawohl. Kann den hier trotzdem mal kurz kaputt hauen. Ah, okay, das kann der als Skill machen. Skill das hier weiter hoch. Spielt die hier davor und bin damit fertig. Mehr kann ich leider gerade nicht machen. Okay. Okay, today. Heißt, er wird danach nur 3 Hitpoints haben, so leid es mir tut. Danach kann ich auch den Fetten hier raushauen. Eigentlich müsste er hier auch noch mega fette Monster raushauen können, so schwaches wie der momentan nur spielt. So, den 2 Damage reindrücken. Ah, oh, es ist die Belegung, hau ich den? Ja, komm, ich hau den Fetten schon raus. Boah, die Frage ist, welchen Fetten? Nee, komm, ich hau erstmal den Schützen hier raus. Spiel den vor den Schützen und bin fertig. Das Gute ist, der bekommt nicht eine Erzürnt-Markierung, dadurch, dass diese Karte hier auf dem Feld ist. Okay. Okay, ich kann den nicht angreifen. Das ist natürlich widerlich. Richtig widerlich. Wie mache ich das denn dann? Ich steigere das hier auf jeden Fall mal. Spielt die hier nach da oben, schiebt den nach hier, bin damit direkt wieder fertig. Er hat mittlerweile 6 Angriff, kann ich gut Damage raushauen gleich. Ah, 6 Angriff ist schon, 666 Monster ist schon nice, muss man schon nicht zu verachten. Dann kann ich den hier One-Hit bursten hier. Ah, jetzt hat er 7. Das ist ein Monster, sag ich mal. Ein Monster. Aber sobald ich den einmal angreife, ist natürlich weg. Logisch. Also so, was heißt logisch, aber so ist es bei den Erzund. Markierungen. So, den weg, den weg. Gehe hier weiter da drauf, damit ich das Teil hier bald damit weghauen kann. Regeneration 1 und plus 2 Lebenskraft. Komm, hau mal da drauf. Der hier infiziert hat. Und spielen den nach da unten und sind damit fertig. Gegner darf wieder. Dum, 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 dum. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Gar nicht so schlecht. Gut, dass er mir hier Damage macht, war klar. Wird aber in der nächsten Runde sterben. Außer er haut hier jetzt noch was Extremes raus. Riss raus. Was ich auch fast nicht glauben kann. Gut, der Bogenschütze ist down, war auch relativ klar. Es hat noch einen Punkt, damit kann er eigentlich nichts Gutes rufen. Eigentlich. Mal schauen. Ich habe keine Monster mehr auf der Hand, ist natürlich auch bitter. Gut, jetzt habe ich wieder eins. So, kein schwaches. So mache ich das. Mache ich das so. Mache ich mit dem hier 4 Damage nochmal rein. Und dann. Gut, die hier kann man mal noch spielen nebenher. Mache ich das hier noch.
Ich brauche drei Monster in einer Runde spielen, schaffe ich eh wahrscheinlich nicht mehr. Gegner ist wieder dran. Hier oben läuft immer noch die Zeit mit. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wie das abläuft dann. Aber ich denke, sobald beide keine Zeit mehr haben, ist vorbei. Tippe ich einfach mal. Also wenn bei ihm die Zeit ausläuft, kann er halt nichts mehr machen dann. Sprich, macht 3,5 Minuten für jeden. Das sind, na, schon noch ein paar Ründchen. Das kann ich ihm hier aber ordentlich Damage reinhauen. Boom, er hat einfach nichts gespielt. Ist natürlich bitter für ihn. Dann hau ich ihm hier das hier noch hin, hau ihm hier das hier noch hin. Dann bin ich gespannt, was er dagegen noch tun kann momentan. Da bin ich gespannt, ob er das überhaupt noch überlebt über die Zeit. Schauen wir mal. Er hat einen Elo von 0. Von 0? Sehe ich ja jetzt erstmal. Wie kann der schon Turniere spielen? Wie waren der jemals über 200? Was macht denn der? Ah, gut, okay. Mir soll es recht sein. Dann seht ihr zumindest auch mal einen Sieg. Im ersten Spiel. Oder was heißt im ersten Spiel? Meinen ersten Sieg seht ihr dann zumindest mal. So, 4-7 mache ich da schon. Okay, keine Ahnung was. Achso, meine. Ja. Macht mir aber gar nichts. GG. Ach, ich kann ja doppelt angreifen sogar. Well play. Bam, 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 bam. So, erstes Turnierspiel, erster Sieg. So, würde mich jetzt interessieren, wie es hier weitergeht. Runde 1, Zusammenfassung. Daniel Hütter hat gewonnen. Also die haben ja alle gewonnen. Der hat gelieft und die zwei spielen noch gegeneinander. So. Ein Duell im Gange. Geht noch maximal 10 Minuten 40. Ah, okay, alles klar. Gut, dann melde ich mich, sobald das neue Spiel anfängt. Bis dann, ciao.